erst mal meine Stange anfassen. Ne? Trick Nummer 1 gegen meine Geschwister. Locker bleiben. Komm, beweg dich. Ey, du bist mit links so viel besser als mit rechts, das ist voll krass. Ich bin in einer Position und kann mehrere Optionen spielen. Man hat immer 3, 4 Möglichkeiten, wo es hingeht. Heute werden wir Tisch gegangen. Ich hoffe auf neue Tipps und Tricks, die ich lernen kann, damit ich endlich meine Geschwister besiegen kann. Ich habe richtig Bock drauf. Hi Richard, willkommen bei Fitbox. Moin. Ich bin Richard, komme aus Hamburg. Bin 33, spiele seit 12 Jahren im Verein Tischfußball bei St. Pauli. Wie nennt man das eigentlich? Grökeln, Tischfußball oder Tischkicker? Offiziell heißt es Tischfußball, aber dadurch, dass ja Kickern auch viel außerhalb der offiziellen Bereiche unterwegs ist, gibt es sehr viele regionale unterschiedliche Namen und da ist alles mit dabei. Ja, ist nicht so hundertprozentig klar, wahrscheinlich aus der Ecke Frankreich und ist weit über 100 Jahre alt, wo Leute mit Stangen auf einem Tisch versucht haben, Ball von A nach B zu schicken. Irgendwann, ich glaube in den 30ern hier in Deutschland langsam entwickelt, ja. Jetzt fangen wir mal an, oder? Ja, gerne. Also als erstes möchte ich sagen, Kurbeln ist nicht erlaubt, in dem Sinne, wie es häufig getan wird. Ja. Aber ich würde sagen, ich bringe einen Schuss bei, bevor wir einfach... Ja, gerne. Ja, also ich glaube, Marie wird sich sehr gut machen. Ich glaube, Marie ist eine sportliche Person und deswegen wird sie keine Probleme haben. Heißt Pinshot oder im Deutschen auch Abroller genannt. Ja. Ich komme mal auf die andere Seite. Genau. Was wir jetzt machen, ist, wir tun den Daumen auf die andere Seite, also mit zu den anderen Fingern. Die Hand leicht öffnen, nach unten rollen und wieder hoch. Ja, genau. Das war schon richtig gut. Und jetzt wieder die Stange fangen. Eigentlich musst du fast gar nichts mitbringen, sondern du kannst einfach losgehen und spielen. Du brauchst kein Material, du brauchst keine Sportklamotten. Du kannst einfach losgehen und die Stange in die Hand nehmen und eine Runde spielen. Ja. Reckst die Hände aus und fängst an zu spielen. Das führt dazu, dass du ganz viele verschiedene unterschiedliche Leute spielst. Und für die Profis geht es halt so ein bisschen im Bereich wie im Tennis, viel um Mental und Entscheidungsfindung. Ja. Oh Mann! Machen wir noch mal ein bisschen langsamer. Ich bin schon hier voll gekurbelt. Okay, okay. Mit diesem seitlichen Blick, so ist es alles richtig, was ich gemacht habe? Ja, ist super. Lieber halb so schnell, wie du kannst, aber dafür den Ball treffen. Sehr schön. Die kommen richtig gut. Ja. Es gibt eine Weltmeisterschaft, es gibt eine deutsche Meisterschaft, es gibt eine Landesmeisterschaft, wir haben eine Bundesliga, eine erste und eine zweite. Und selbst hier in Hamburg haben wir ja in 4 Ligen mit 1000 Spielern eine Hamburger Liga. Ja. Er war nicht so viel, er war ein Ticken langsamer, aber du hast nur die Hälfte der Kraft genutzt. Das war weniger Spaß. Also wenn du es richtig reinheimern kannst. Wenn du einmal in alle Bereiche schießen kannst, geht es halt eben nicht mehr darum, wer kann besser schießen, weil es können alle gut schießen, sondern es geht nur noch darum, wer schießt wann wohin. Außer. Nein. Ja, sehr gut, der war richtig gut. Ich sag mal so, unter 10 ist es schwierig wegen der Größe. Also du kannst zwar mit Podesten arbeiten, aber unter 10 ist es wirklich schwer, so richtig an den Stangen was machen zu können. Die Junioren, die kleinsten, sind U13. Nicht locker genug, würde ich sagen. Also, ja, vor allem da. So. Da musst du locker sein. Der Rest ist auch gut, aber vor allem Handgelenk. Siehste, dann geht's auch. Ja, das ist ganz gut, glaube ich. Trick Nummer 1 gegen meine Geschwister. Locker bleiben. Der war richtig nice. Langsam habe ich es, glaube ich, drin. Wir spielen 1 Satz bis 6. Das heißt, wer zuerst 6 Tore geschossen hat. Okay. Also hier, das sind die 6 Tore. Wenn ich ein Tor schieße, kriegst du den Ball. Wenn du ein Tor schießt, krieg ich den Ball. Nicht kurbeln. Das ist verboten. Bist du bereit für das erste Spiel? Ja. Ja? Du kannst gerne anfangen. Oh, sehr gut. Oh nein! Sorry, ich kann den Ball holen. Also wenn der Ball rausfliegt, ist so, dass wenn ich den rausschieße, kriegst du den. Und zwar hier hinten. Nein! Oh Gott. Okay, das war knapp. Ja, ich weiß, ich habe gerade getrennt. Ah, sehr gut. Sehr gut. Und glaubst du, hast du heute was gelernt? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass ich so viel dazu gelernt habe, dass ich auch wirklich gegen meine Geschwister gewinnen kann. Doch, da bin ich ganz optimistisch. Dankeschön. Vielen Dank für das Spiel. Sehr gerne. Yes! Bis bald. Eure Marie Laurence. Dir das Video gefallen? Dann lass uns einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du keine Videos mehr verpassen.